Natürlich seid ihr auch dabei, wenn ich das Gehäuse aufpacke. Ja, ich habe ja gesagt, ihr seid von Anfang an dabei. Wird so auch meine Drehzeit enorm verlängern. Aber ja, dürfte trotzdem interessant sein, hier zuzusehen. Das heißt, öffnen wir das ganze Baby mal. Und ihr seht, hier ist mein alter PC. Und dieses Tower ist so schwer. Ja, das muss man von der ganzen Verpackung befreien. Aber der ist schon nicht klein. Ja, und jetzt schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Ein fettes Gehäuse hier von Fractal Design. Ja, das ist mal fett, Leute. Das ist mal echt fett. Boah. Was haben wir hier? Das Glas wahrscheinlich. Dann haben wir ein Glaspanel. Oder nein, die Abdeckplatten. Okay. Accessoires dazu. Ja, da muss ich dann natürlich selber mich noch schauen, was drin ist. Okay, ein Reinigungstuch, dann Kabelbinder, Schrauben natürlich und diverse Abstandshalterdichtungen und so weiter. Sehr cool. Das Ganze kommt auch weg. Eine Blende noch dazu. Wow. Macht schon was her. Verpackung. Jetzt muss ich das Ganze hier ausfeuern hier. Wie mache ich das jetzt am besten? Ganz alleine. Boah. Wahnsinn. Ja, das ist ja übelst. Also das ist mal eine Schachtel. Damit sich meine Kleine freuen kann, sie sich ein Haus bauen. Ja, also da müssen wir doch gleich einen Größenvergleich machen. So ein fettes Teil. Aber wenn ihr das jetzt vergleicht hier, der ist schon um einiges breiter als der alte PC, der da hinten steht. Von der Größe her ziemlich gleich, aber viel breiter. Ja. Der Lüfter braucht ja auch viel Platz. Natürlich. Aber sehr schön gemacht. Wirklich sehr schönes Gehäuse. Ganz schlicht. Schwarz mit einer dunklen Glasseite hier. Dunkles Glas, sehr schön. Und okay. Der steht Gott sei Dank auf der Folie. Wir müssen ja umdrehen. Also so sieht das Ganze aus. Ich werde den jetzt mal auf den Tisch stellen und dann schauen wir uns das Ganze mal auf dem Tisch an. Und da steht das gute Teil, ein richtig schönes, edles, optisches Design, ganz in Schwarz gehalten, sehr schön. Und hier eben dieses schwarze Glas, sehr, sehr geil. Wow, also echt cool. Ja, Schwärmerei hin oder her, jetzt müssen wir irgendwie auch versuchen, das Gehäuse mal zu öffnen, damit wir da mal reinkommen. Gute Frage. Okay. Sehr schön. Wir haben hier an der Seite, wir können natürlich beide öffnen, da haben wir so einen Schalter. Gehen wir raus. Wow, also sehr easy. Sehr easy. Hier dieser coole
Clip. Dann mal auf die Seite stellen. Und dann sehen wir, so sieht das Ganze dann aus. Von der Seite. Also hier die Rückseite des PCs. Da geht dann die ganze Verkabelung durch. Ja, ich kenne, also bin noch den alten PC hier gewohnt von der Optik. Jetzt ist das, also im Gegensatz zu früher, ganz geil gemacht, dass man alles hinten verkabelt auf der Rückseite. Die externen Festplatten kann man hier auch festmachen. Und wenn hier das Mainboard steckt, ja, dann gehen die Kabel dann sozusagen hier durch diese Schlitze durch. Wahnsinn, also wow. Ja, auch wenn du nichts mit PCs am Hut hast, das sieht einfach nur geil aus da. Wirklich super. Und dann gehen wir mal die Glasplatte weg. Also ich finde den Verschluss toll. Und da haben wir auch so runde Zäpfchen, die hier eingeklipst sind. Sehr schön. Die Glasplatte. Getöntes Glas. Echt ein geiles Gehäuse. Da freut man sich, dass man gut investiert hat. So sieht das Ganze aus. Und auch schon ein Lüfter hier vormontiert an der Rückseite. Zwei Lüfter hier, also Fractal-Lüfter. Und die sind auch 140er, glaube ich. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Ja, dazu noch die Komponenten hier. Das heißt, ihr könnt hier das obere Pendel tauschen, könnt dann Lüftungsgitter einbauen. Ja, so soll das dann funktionieren irgendwie. Wow, also einfach nur abnehmen und klipsen. Seht ihr hier den Luftfilter oder Staubfilter. Den kann man dann auch sicher irgendwie abnehmen, um ihn dann zu reinigen. Ah, okay, sehr geil, einfach nur schieben, dann lässt sich hier der Staubfilter entfernen, reinigen und wieder aufstecken. Dann haben wir auf der Oberseite natürlich Platz für unsere Silent Wings. Sehr nice. Also ihr seht, das Gehäuse dürfte wirklich absolut sein Geld wert sein. Sehr nice alles zu zerlegen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Profi darin, aber komme irgendwie schon ganz gut zurecht damit. Man findet das alles relativ schön. Wow, also ich bin begeistert. Wirklich ein schönes Ding. Schlicht, einfach und total konfigurierbar. Ja, wieder aufsetzen und vorschieben, fertig, aufsetzen. So sollte es funktionieren. Wow, dann haben wir hier oben natürlich den Powerschalter. On top finde ich jetzt, ja okay, ihr wisst ja, ich staub den immer ziemlich und dann staubt es hier in die Anschlüsse rein. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Persönlich hätte ich es mir vielleicht gewünscht, dass er an der Front ist, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. 2x2.0 Anschlüsse und 2x3.0 USB Anschluss. Natürlich Kopfhörer, Mikrofon, ja, ein Typ C Anschluss. Und der Powerschalter natürlich. Ja, also das war's zum Gehäuse. Und ich denke, jetzt werden wir erstmal mit dem Mainboard beginnen. Ich werde da kurz mal in die Anleitung reinsehen. Dann geht's gleich weiter. Cool. Also, Gehäuse ist schon mal top. So, als nächstes kommen wir zum Mainboard. Ja, ich möchte euch noch vom Gehäuse vorher noch zeigen, was die Möglichkeiten sind, hier alles zu zerlegen am Gehäuse selber. Noch als Ergänzung. Also, da hat man schon einiges an Möglichkeiten und wie das Ganze zu entfernen ist. So, und jetzt das Mainboard. Wichtig, bevor ihr elektronische Teile berührt, ihr müsst euch entladen. Ja, das heißt, ihr kennt das ja, wenn man vom Auto aussteigt oder ihr habt viel Wolle an, ja, zieht den Pullover aus, dann lädt man sich auf
und dann berührt man einen metallischen Gegenstand und dann fliegen die Funken. Das soll natürlich hier nicht passieren. Das sind hochempfindliche Teile und können dadurch zerstört werden. Und das wäre natürlich schade, wenn durch statische Aufladung hier so ein 200 € Mainboard sich verabschieden würde. Das ist natürlich scheiße dann. Dazu einfach irgendeinen metallischen Gegenstand, wie zum Beispiel am Haus den Heizkörper oder den Wasserhahn berühren, ja, damit ihr euch schön statisch entladen könnt. Oder es gibt auch so Statikbänder, ja, die gebt ihr euch um das Armband. Als Armband, verschraubt das irgendwo am Tisch oder so, keine Ahnung, und könnt euch da permanent entladen. Aber muss nicht unbedingt sein. Also, wie gesagt, vorher entladen. Ja, dann öffnen wir das Baby mal. Wurde ja im Shop schon geöffnet vor meinen Augen. Das Siegel sozusagen hier wurde durchgecuttet, um das Mainboard zu prüfen. Ich finde, das sieht schon ultra geil aus, das Ganze. Vorsichtig herausheben. Dann sehen wir da noch zugehörige Kabel, Halterungen und so weiter, die ihr da dann natürlich montieren müsst. Da muss ich mich auch jetzt in der Anleitung noch erkundigen. Treiber, CD und so weiter. Ja, ich glaube, da ist auch besser, wenn man sich aktuell gleich den aktuellen Treiber runterlädt. Ja, Drivers and Utilities. Mainboard-Treiber. Dann schließen wir das Ganze wieder und bilden dadurch unsere Arbeitsfläche. Idealerweise habt ihr noch eine weiche Unterlage hier. Aber die habe ich gerade nicht. Leider. Packen das Ganze natürlich aus, vorsichtig. Aus dieser Elektroschutzfolie. Ganz vorsichtig, wie Samthandschuhe. Ja, und worum es im Endeffekt geht, das sind hier diese kleinen Pins hier, die man hier sehen kann. Und ja, wenn man grob damit ist oder beim Zusammenbau eben das falsch handhabt, nicht aufpasst, dann können diese Pins abbrechen. Auch die hier, zum Beispiel, oder auch die. Also, sie sind sehr klein, sehr fragil, sage ich jetzt mal. Da muss man schon Gewalt anwenden, aber man muss da schon aufpassen. Und da versteht man dann natürlich auch den Shop, wenn der das öffnet und man dann eben angeben muss, dass man hier alles unbeschädigt übernommen hat. Ja, was könnt ihr hier sehen? Hier wird der Prozessor eingeklipst. Da werden dann die RAMs montiert, die Grafikkarte angesteckt. Ja, und den Rest, den Anschlüssen, muss ich mich da natürlich noch schlau machen, auch in der Anleitung und mit Videotutorials. Hier haben wir so eine, damit wird, glaube ich, die interne RAM befestigt. Das ist, glaube ich, die Kühlung der RAM. Dann hier die Blende für die Rückseite der Anschlüsse. Das seht ihr hier. Das sind die PC-Anschlüsse hier, wo man dann natürlich die ganzen Ausgänge, Video und so weiter, Eingänge für Maus, Tastatur, USB-Anschlüsse, Netzwerk, das alles werdet ihr dann mit dieser schönen Blende hier natürlich abdecken. Ja, Anleitung zum Mainboard, der Treiber dazu, und da empfehle ich auch auf die Homepage gehen und nach den aktuellen Treiber dann gleich suchen und die auch danach installieren. Aber wie das funktioniert, muss ich mir dann natürlich später noch anschauen. Ja, das sind die ganzen Teile hier. Ich zoome da noch ein bisschen heraus, damit ihr das auch sehen könnt hier. Ah, da liegt alles. So, da bin ich jetzt echt gespannt. Ja, Prozessor, da sehen wir einen kleinen weißen Punkt hier. Und dieser weiße Punkt, den ihr da sehen könnt, ja, das ist der
die Orientierung, wie ihr den Prozessor dann auf den Prozessorsockel anlegen müsst. Den Prozessor, den werden wir jetzt dann aufmachen. Ja, da haben wir so einen Metallhebel, den wir nach oben klappen können. Und dann sieht man hier, dieser Schlitten hier, der bewegt sich dann leicht nach vorne und wird dann den Prozessor einrasten lassen. Ach, Prozessor, den holen wir auch gleich ran. Ich finde es schon geil, das selber zusammenzusetzen. Das hat was, Leute. Das hat echt was, wenn man gerne bastelt. Der Prozessor, ihr seht hier noch versiegelt natürlich. Ah, geil. Könnte ich fast jeden Tag machen irgendwie. Aber ich glaube, das Verkabeln und das Suchen, wo steckt man was an, das ist dann ein bisschen die Herausforderung dabei. Ja. Okay, da haben wir erstmal den Kühler des Prozessors, also der originale Kühler. Das wäre dieser hier. Sieht schon AMD, darum ist er auch boxt. Haben wir einen eigenen Kühler dazu. Aber ja, wird auch empfohlen, da nicht unbedingt das Original zu verwenden. Denn der ist sicher nicht schlecht, wird seine Arbeit ganz gut verrichten, aber der Darkrogue Pro, die externen Sachen, die haben da natürlich dann sicher noch mehr an Leistung raus. Darum ist das Paket auch so schwer. Der Prozessor befindet sich natürlich hier da vorne, ja. Da ist er drin. Das Herzstück des Computers. So, Box jetzt, du kommst wieder rein. Puh. So sieht das Ganze hier aus. Und da haben wir auch einen schönen Sticker. Wenn ihr wollt, könnt ihr den dann an eurem PC anbringen, um ein bisschen zu posen, was hier drin ist, ja, AMD Ryzen 7 und der Prozessor. Jetzt muss ich den Kühler ein bisschen auf die Seite geben. Die RAMs haben wir hier auch. Ich glaube, das Schlimmste wird die Paste auftragen. Ja, also ich werde die Paste streichen. Und ja, Kamera noch ein bisschen justieren, bevor wir jetzt ja hier eine wichtige Operation durchführen an diesem Prozessor hier, Prozessorsockel. So, machen wir das hübsche Ding mal auf. Ja, so sieht das Ganze aus. Und echt wichtig, dass ihr statisch entladen seid. Es sieht hier die feinen Pins hier drauf. Ja. Nicht fallen lassen. Das wäre nicht so geil. Also seitlich berühren, das wäre ideal. Und dann sieht man jetzt hier auch ein ganz kleiner Pfeil hier. Könnt ihr das sehen? Ganz kleiner Pfeil in Gold. Da oben ist er. Und dieser Pfeil gehört jetzt hier auf dieses weiße Fleckchen hier, diese Markierung angelegt. Und schwupp, jetzt ist er drin. Man sieht auch diese feinen Zähnchen hier, also diese feinen Löcher, die sich hier befinden. Das sind alles Löcher für die kleinen Borsten hier, kann man schon sagen. Kann sich auch kämmen. Man kann sich auch kämmen mit dem Prozessor. Ja. So, also der Pfeil passt. Alles ist schön drin und dann geben wir den Hebel wieder nach unten. Einrasten. Und das war's hoffentlich für die nächsten 10 Jahre, wird dieser Hebel hoffentlich nicht mehr betätigt werden. Ja. So, dazu brauchen wir auch noch eine Wärmeleitpaste, die muss ich ja auch irgendwo
befinden. So, da ist der Buckrock Pro, den habe ich mir jetzt geholt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt auch eine schöne Schaumstoffunterlage für mein Mainboard hier geholt. Das ist ja irgendwie total, war nicht so optimal, glaube ich. Irgendwie hat die auch gefehlt. Ja, vielleicht hat der im Laden vergessen, mir den Schaumstoff noch in die Karton zu legen. Oh, böse. So, gehen wir das mal beiseite und schauen wir uns mal den Darkrock Pro an. Blöd ist, dass ich bei der Kamera jetzt nicht gut zoomen kann. Ah, sorry, wenn es ein paar Verwackelungen geben wird, wenn ich zoome später, weil ich das Mikrofon blockiert ein bisschen den Schalter. Aber jetzt zum Kühler. Was haben wir denn da alles? Also, da haben wir die Anleitung dafür natürlich. Zubehörsachen. Holen wir den mal raus. Mega Teil. Was für ein Ding. Und hier seht ihr auch schon ein spezieller Schraubendreher. Auch noch drin. Ja, sehr lange. Weil ihr müsst da ja natürlich durch. Das wird nicht einfach. Und jetzt schauen wir mal, ob da die Paste dabei ist. Denn wie gesagt, beim Prozess ist natürlich nicht dabei, weil wahrscheinlich die Paste schon aufgetragen wurde. Ja, also ich zeige euch den nochmal. Der ist ja echt mega. Ja, da haben wir auch noch einen Schutz. Oh, noch ein Lüfter ist da dabei. Aha. Okay, da muss ich jetzt mal in der Anleitung schauen, ob ich den da jetzt da zusätzlich noch montieren muss dann. Das wird interessant, das muss ich mir dann ansehen. Ja, also ein richtig großes Teil. Ja, wenn ihr euch vorstellt, der sitzt dann hier so drauf. So, glaube ich, sitzt der da drauf. Wollen wir mal schauen, ob das sowieso drauf passt hier. Ja. So wird der dann drauf sitzen und darum ist es auch wichtig, dass die Rams passen. Das sieht man hier auf der Rückseite dann. Ja. Gehen wir das Gehäuse noch ein bisschen weiter weg. Da kommen ja die Rams rein. Ja. Und da müsst ihr, wenn ihr euch diesen Darkrock Pro kauft, auch Acht geben, dass die Rams hier nicht zu hoch sind. Ja, das wird spannend. Ich hätte es eigentlich gemessen, ob sich das dann ausgeht. Das wären die hier. Die Corsairs. Könnt ihr euch natürlich die Daten an der Herstellerseite ansehen, wie hoch die Rams sind und wie hoch der Kühler. Aber ich glaube, das geht sich aus. Boah, sind die geil hier. Ja, also wenn die dann drin stecken, ich glaube, das geht sich haarscharf aus, dass die da reinpassen. Cool. Ja, bin ich gespannt, wie wir den jetzt montieren werden. Das wird ein Abenteuer. Alleine schon die Paste auftragen. So, was haben wir denn da alles noch drin? Also die Anleitung. Ziplock-Beutel mit verschiedenen Teilen. Oh Mann, ich fühle mich jetzt schon wie im Puzzlespiel. Also hier haben wir die ganzen Mainboard-Sachen. Ich finde das voll geil. Das ist irgendwie wie fast wie Lego bauen da. Hier voll ein cooles Wappen. True Gaming, also noch ein Sticker. Den anderen Sticker, wo habe ich den jetzt abgelegt? Den habe ich da drauf. So. Dann haben wir hier Kühlerhalterungen, die ihr vormontieren müsst. Beziehungsweise ich glaube, ja, die müsst ihr vorher auf das Mainboard aufschrauben, damit ihr den Kühler dann, das ist der Kühlersockel sozusagen. Die verschiedenen Teile für den Kühlersockel. Cool. Also da muss ich jetzt mal die Anleitung studieren. Halteklammern dabei und die Wärmeleitpaste hier. Seht ihr schon, das Ganze ist auch, ich glaube, das ist sogar vorportioniert. Ja, Haselnussgröße sagt man, soll man darauf geben.
und verstreichen. Ja, das werdet ihr dann sehen, wie ich das mache. Die Wärmeleitpaste. So, aber jetzt werde ich mich mal durch die Anleitung kämpfen. Dann schauen wir uns mal an, wie wir den da montieren. Mal die Sprache raussuchen hier, Französisch, Deutsch. Aber wenn du dir so hochwertige Komponenten kaufst, ist es einfach schön hier das Ganze anzusehen. Echt toll. Dann geben wir den mal wieder weg. Und befassen uns jetzt mit dem Be Quiet Dark Rock Pro. Natürlich auch wichtig hier, Folie entfernen, ne, bevor ihr den Kühler aufsetzt. Sonst bringt das Ganze nichts. Ja. Sehr nice. Gut, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bevor wir jetzt aber dazu übergehen, den Kühler zu montieren, ja, weil ihr habt gerade gesehen, dass hier eigentlich nicht mehr viel Platz ist, und ich habe mir gedacht, ja, wenn ich jetzt den Darkrock Pro drauf montiere, dann werde ich hier ein Problem haben, die RAMs zu installieren. Sprich, wir werden jetzt als erstes die RAM einsetzen, damit ich später kein Problem mehr habe. Ja, weil der Kühler ist da schon speziell groß. Ja, bei den RAMs ist zu beachten, man hat hier 4 Steckplätze, also für 4 RAMs, und ihr solltet immer einen Abstand zwischen einen RAM lassen. Ja. Um genau zu gehen, sieht man das hier in der Anleitung. Das ist eigentlich gar nicht kompliziert, muss man aber auch wissen, ja, denn wenn man hier die volle Geschwindigkeit ausnutzen will oder das Optimum aus seinem System rausholen will, dann gibt es, damit diese 2 RAMs gut miteinander harmonieren, muss man eben die richtigen Steckplätze dafür wählen. Und hier in der Anleitung, das steht hier auch, steht DIMP B2, DIMP B1, DIMP B2, DIMP B1. Ja, und jetzt wählt ihr einfach 2 Steckplätze, entweder die 2 mit DIMP 2 oder die 2 Steckplätze mit DIMP 1. Ja, und ich habe mir gedacht, ich werde hier einfach mal die DIMP 1 Steckplätze nehmen, und zwar diesen hier und diesen. Also ganz einfach eigentlich das Ganze, ja, wie Lego bauen, sage ich immer, aber man muss es ja auch wissen, ja. Ich habe mich auch über Videos schlau gemacht und so weiter, aber es ist hier auch schon dargestellt, und man muss ja auch verstehen, was man da macht. So, also DIMP 1 haben wir gesagt, das heißt, wir haben hier so Halteklammern. Die, glaube ich, kann man, ja, genau, zurückklappen, also nur eine Halteklammer, ja, nicht grob sein hier und das Ganze kaputt machen, das wäre natürlich nicht toll. Also eine Halteklammer haben wir hier für den RAM, und da gibt es jetzt 2 unterschiedliche Seiten. Ja, wir haben hier eine kürzere Seite und eine längere Seite. Ja, und jetzt seht ihr einfach mal, wo befindet sich die kurze und die lange Seite, hier kurz, hier lang. Und dann nehmen wir einfach den RAM und stecken den. Ihr habt ja auch einen Schlitz in der Mitte, ja? Sieht man das auch. Ich bin da eben schon sehr vorsichtig. Und der erste RAM ist drin und hat sich auch selbst verriegelt hier. Der Schalter hat sich wieder in die Ausgangsposition bewegt, und ihr habt es sicher, das Clipsen gehört, hoffentlich. Ah, cool. Ja, dann öffnen wir den zweiten Clip. Zack. Und der nächste RAM kommt rein. Ist das schön. Ja, Corsair Vengeance LBX DDR4. Einer hat 16 GB. Geil. Also ich, wenn ich das mit meinem 10 Jahre alten oder 11 Jahre, glaube ich sogar, PC vergleiche. Ja, jetzt nochmal hier. Clip. Und Clip. Hier auch nochmal. Der RAM war nicht gut drin. Und dann ist das Ganze verbaut. Ja, ist optimal, wenn ihr hier eine Schaumstoffunterlage habt. Das macht dann natürlich schon was her. Ist viel besser. Cool, ja, dann haben wir die RAMs drin. Und jetzt gehen wir zum Dark Rock Pro über. Ja, nächster Schritt muss ich mir wieder ansehen, wie das funktioniert. Ja, also wird echt lustig, jetzt den Kühler zu verbauen. Aber da haben wir auch eine schöne Anleitung dafür, wie das funktioniert. Und zwar, hier steht für AMD-Sockel, ja, also mit AMD-Prozessor, wie ich einen habe, und hier für Intel.
So, gehen wir einfach mal Schritt für Schritt die Anleitung durch. Es werden folgende Bauteile benötigt. Bla 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 bla. Ja, beschäftigen. Ja. Aufbau Kühlerbefestigungsrahmens. Bitte entfernen Sie zur Kühlermontage die beiden Kunststoffhalterungen des AMD-Retentionsmoduls, die werkseitig vormontiert sind. Ja, das machen wir natürlich. Die werden gleich mal entfernt. Mal das Werkzeug hier ein bisschen beiseite geben. Ein Silikatbeutel. Auch irgendwo weg damit. Boah, die sind fest. So. Also einmal die zwei Halterungen für den Kühler demontieren, die werkseitig verbaut worden sind. Weil der Kühler ist natürlich speziell und der will auch eine spezielle Halterung haben. So, also. So. Also ihr seht, ich bin da echt totaler Neuling und gehe da voll nach Anleitung natürlich. Ich muss gestehen, haben wir dazu auch schon Videos angesehen. Klar, das empfehle ich jedem von euch. Da gibt es natürlich tolle YouTube-Kollegen, die da auch wirklich tolle Videos dazu machen. So, die haben wir entfernt. Als nächstes müssen wir hier noch was auspacken. Also Ziplock-Beutel über Ziplock-Beutel über Ziplock-Beutel. Irre, was da alles dabei ist. Jetzt brauchen wir Abstandshalter. Zur Installation des Kühlers auf den AM3 Mainboard nutzen Sie bitte die 4 AM3 Unterlegscheiben und legen Sie diese auf die Bolzen der werkseitig montierten Backplate. Auf diese vier Bolzen hier. 1, 2, 3, 4. Ah, das ist AMD. Ja, hier steht AMD drin. Ach Gott, D. Jetzt haben wir das Zeug für Intel aufgemacht. Weg damit! Pfui, das ist nicht meins. Vielleicht ist ja auch die Wärmeleitpaste speziell, ja, weil Intel und AMD ist ja der ewige Krieg. Genau wie Sony, Microsoft. Ja. Nein, das ist Intel. Also wir brauchen das AMD-Zeug natürlich, nicht das Intel-Zeug. Packen wir gleich weg. Scheiben, okay, also ja, das sind Ringe, die das Mainboard schützen. Diese kleinen Ringe da, ich hoffe, ihr könnt die sehen. Ich gebe den Kühler mal beiseite. So, also wir haben hier Verbindungskabel, Lüfterhalter und kleine Unterlegscheibchen. Und diese Unterlegscheibchen hier, die legen wir dann auf diese Sockel drauf. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist mit der Kamera ein bisschen schwierig. Und zwar, das ist echt, ich sag's immer wieder, wie Lego. Das ist geil, das könnte ich ganz stark machen. So, auf diese kleinen Schutzscheiben kommen dann die Abstandshalter. Okay. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Ja. Ja, da seht ihr auch die Schrauben dazu. Und, ja, da werden jetzt gleich die Halterungen montiert. Und zwar mit der Nase nach innen. Zum Prozessor, das heißt einmal so und einmal so. Aber an welchem Pin? AM2, AM3 plus AM4. Ach, wir haben ja gar kein AM4, wir haben einen AM3-Sockel. Das heißt, wir müssen hier natürlich... ja. Auf den hier. Also man sieht da, ich zeige euch das gleich.
Es steht natürlich schon AM4 dabei, aber das haben wir auch auf dem Mainboard drauf. Das sieht ja auch die Sockel drauf. Generation 4 ready, aber im Prinzip, nein doch, ist AM4 Socket. Oh, genau. AM4 Socket, das heißt, wir müssen den äußeren Bereich verwenden für AM4. Ja klar, AM4 Socket. Das geht auch nicht anders, das seht ihr hier. Ja, wenn ich den hier befestige, dann kann ich hier nicht mehr einschrauben. Also ihr mögt mich da vielleicht schlagen für die Fehler, die ich mache, aber wie gesagt, ich bin ja auch neu im Zusammensetzen. Gehe da sehr vorsichtig ran und bin da bei vielen Sachen noch nicht ganz sicher. Aber im Prinzip kannst du es nicht falsch machen, ja, weil AM3 passt gar nicht auf AM4. Habt ihr ja gerade gesehen, die Löcher waren dann total unterschiedlich. Also könnt ihr da eben nur sowieso nur AM4 verwenden. Und die Schrauben natürlich nicht überdrehen, nicht mit Gewalt, aber es soll schon fest sitzen natürlich. So, dann dasselbe auch hier. AM4 Sockel. Also eigentlich kannst du da wirklich nicht aus. Ja, du musst nur, wenn du das einmal gemacht hast, dann geht das viel schneller natürlich als bei mir hier. So. Auch das haben wir drauf. Und jetzt kommen wir gleich zur Wärmeleitpaste. Uiuiui. Das wird lustig. Davor habe ich irgendwie am meisten Angst, ja. Also, Wärmeleitpaste. Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf die CPU-Oberfläche auf, der Inhalt reicht für ein bis zwei Anwendungen. Ja, und hier gibt es zwei verschiedene Lager. Ja. Die einen streichen das Ganze und die anderen, also verstreichen das schön auf die Fläche. Und dann gibt es eben noch eine Variation, dass du hier so einen Punkt machst, ja, so einen haselnussgroßen Punkt. Oder erbsengroßen Punkt, nicht Hasen, erbsengroß. Und dann drückst du den Kühler rauf und dann verteilt sich alles. Aber ich habe das schon gesehen, wenn man das dann wieder entfernt, dann hat man nur so einen Kreis und ich möchte das schon schön flächig bedeckt haben. Man sollte allerdings aufpassen, dass es hier nicht seitlich zu viel runterquillt. Daher werde ich persönlich dieses Mittel verstreichen mit einer kleinen Kunststoffspachtel, die ich mir gemacht habe, da extra dafür. Ich finde nur, die Dosierung ist natürlich ein bisschen so irgendwie das Fragwürdige. Ja, also wir werden jetzt hier das Ganze mal auftragen und dann schön verstreichen das Ganze. So, ich glaube, das ist für eine Anwendung eigentlich gedacht. Und dann habe ich mir hier sowas gemacht, ne? Und jetzt versuchen wir das Ganze möglichst vorsichtig auf den Prozessor zu verteilen. Ja, die ist schon zäh. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Und ich muss sagen, ich würde es wieder mit Streichen machen, weil da kannst du irgendwie sicher sein, dass die Paste schön überall drauf ist. Und ja, warum nicht? Und ich mache es auch nicht ganz am Rand hinaus. Denn wenn das Ganze dann ein bisschen quillt, dann haben wir auf der Seite noch Platz hier, dass es ein bisschen rausquillen kann. Oh, das sieht schon sehr geil aus. Sehr schön, ha? Oh, ich streiche das gern, das Zeug. Wirklich wahr. Hier haben wir vielleicht ein bisschen weniger noch. Ein bisschen die Richtung streichen. Ja, also ihr seht, ich habe es mir jetzt schwieriger vorgestellt. Ja, also natürlich ist es jetzt nicht so,
die Dramatik eigentlich. Wenn du da ein bisschen Gefühl dafür hast, dann sind mit Streichen auch nicht schlecht. Da gehen wir noch ein bisschen Paste drauf, die ich noch auf meiner kleinen Spachtel habe. Das Ganze hier ein bisschen. Aber ich finde, das Ganze sieht schon sehr geil aus, ja. Also ich zoome da mal ein bisschen ran. Es wird jetzt ein bisschen wackelig werden. Das ist das Endprodukt meiner Streichorgie hier und ich finde, das ist wirklich sehr schön verteilt hier. Ja, hier ist es vielleicht ein bisschen zu weit am Rand. So, und jetzt seht ihr, ich habe hier auch natürlich, wie gerade erwähnt, am Rand hier nicht ganz rausgestrichen, damit das noch ein bisschen rausquillen kann. Und wow, das Ganze sieht geil aus, finde ich. Gefällt mir extrem gut. So, also Wärmeleitpaste, die Geschichte haben wir erledigt. Manche mögen mich vielleicht schlagen dafür, aber ich persönlich finde es schon gelungen, was ich da jetzt gemacht habe. Ja, so viel dazu. Wärmeleitpaste erledigt. So, was kommt als nächstes? Paste aufgetragen. Legen Sie die Kühlermontagebrücke 7 mittig auf den Kühler. 1, anschließend platzieren Sie den Kühler auf der CPU, drehen Sie die beiden mittig positionierten Heatpipe Caps auf die Oberseite des Kühlers. Abbildung. Ja. Legen Sie die Montagebrücke 7. Das ist die Montagebrücke 7. Ach, die hier ist es. Das wäre dann die Brücke hier. Hier also. Auf den Kühler. Wo soll ich die denn drauflegen? Ach so. Ah, du setzt den drauf und dann kommt die in der Mitte rein. Ja, okay. Cool. Also Position des Kühlers ist, schauen wir nochmal, die hier. Ja, dann hier wird die Luft, glaube ich, angesaugt. Ja, geht dann durch und hinten raus zu den anderen Lüftern aus dem Gehäuse. So, glaube ich, funktioniert irgendwie. Also das ist die richtige Position. Manchmal, so habe ich es auch im Video gesehen, die Folie entfernen natürlich. So, dann hier die Brücke aufsetzen und die Brücke ist dann eben so drauf und darauf sitzt dann der Kühler. Beziehungsweise das ist die Haltebrücke für den Kühler. Gehen wir da jetzt innen rein. Die Haltebrücke für den Kühler. Ja. So. Ja. Und jetzt setzen wir das Ganze drauf. Platzieren Sie den Kühler auf der CPU, genau. Drehen Sie die mittigen positionierten Heatpipe Caps auf der Oberseite des Kühlers. Die Heatpipe Caps. Ach so, ja, das sind die. Okay. So. Also, jetzt viel Spaß beim Aufsetzen. So, jetzt ist er drauf. Der gute Junge. Ich finde es echt schräg. Ich glaube, dass du das, die RAMs nicht rausbekommst. Achso, doch, da musst du den Kühler abmontieren und dann die RAMs drauf. Ja, also den Kühler kannst du abmontieren und dann die RAMs draufstecken. Da brauche ich keine Angst dazu haben, ja, weil der wurde schon vormontiert, der Kühler. So, dann haben wir das jetzt aufgesteckt und dann kommen die Befestigungsschrauben ins Spiel. Ja, die müssen wir jetzt da innen reinkriegen. Das war die Wasserflasche. Da seht ihr, da kommen die Befestigungsschrauben rein. Da müssen wir halt irgendwie mit den Fingern
Ah, ist einer. So. Und dann hier von der anderen Seite auch noch. Braucht da, sind meine Finger fast ein bisschen zu groß. Aber vielleicht ist ja ein Magnet. Ja, ist fast ein Magnet. Das heißt, wir werden jetzt hier oben diese Schräubchen da lösen, damit wir mit dem Schraubendreher, mit dem speziellen Schraubendreher, von hier oben die Schrauben eindrehen können. Ja. Ist schon vorbei. Patient ist tot. Und jetzt wird das Ganze festgeschraubt natürlich noch. Also da habt ihr mit einem normalen Schraubendreher eigentlich gar keine Chance. Darum befindet sich hier auch ein Spezialschraubendreher in der Box. Also Thema Wärmeleitpaste auftragen, das fand ich jetzt echt gar nicht schlimm. Ich fand das voll cool. So, erstmal ein bisschen festschrauben, nicht zu viel. Ich möchte die hier gleichzeitig natürlich festziehen. Das System ist cool, weil hier kann man schon ein bisschen festschrauben, weil das ist ein eigenes Gewinde auf einem, auf einer Halterung. Sitzt sehr gut. Geil. Ja, der ist drauf. Jetzt schauen wir mal, ob da ein bisschen Paste rauskommt. Das interessiert mich jetzt. Nein. Also das sieht sehr gut aus hier. Quillt nichts raus oder so. Ich würde es wieder mit Streichen machen. Ja, also finde ich überhaupt kein Problem. Ich habe alles schön flächig aufgetragen. So finde ich es echt. Echt geil. Ja. So viel dazu. Das heißt, wir haben jetzt reingedreht. Dann befestigen Sie den 120 mm Lüfter mit Hilfe der Lüfterklammern 18 auf der Vorderseite des Kühlers. Der ist schon drauf, ja, da wird schon vormontiert. 135 mm Lüfter ist der zweite. Schieben Sie zwischen beiden Kühlkörpern entlang und befestigen Sie auch diesen mit den Lüfterklammern 18. Ja, verbinden Sie beiden Lüfter über das Y-Kabel und schließen Sie dieses an CPU-Lüfteranschluss des Mainboards an. Ja, da ist der Kühler, der Lüfter. So sieht der aus und laut Einbauanleitung, einer saugt und einer bläst natürlich. Oder beide saugen, der saugt die Luft durch, irgendwie so funktioniert jetzt. Luftstromrichtung. Ja, Kabel auf dieser Seite durch natürlich. Und wir müssen die Befestigungsklammer noch raufgeben. Wie werden die hier befestigt? Nach, also in die Richtung. So muss der rein. Da gehen wir durch. Das andere Kabel geht dann natürlich auch von dem Kühler hier raus. Dann gehen wir hier durch. Ja, da müssen wir vorher noch die Klammern aufmachen. Ja, ich glaube so. Und so habe ich vor dem Kabel natürlich. Ah, komm. Oh, so kleine dünne Draht ärgert mich gerade übelst. Jetzt haben wir es. Achso, nee, die müssen wir später einhängen. Hey, das geht ja nicht durch. Also, Lüfter durchziehen. Oder auch nicht.
Junge, wie kommst du denn da rein? Oder bin ich einfach nur zu vorsichtig? Ja, ich war zu vorsichtig. So, und der anderen Seite müssen wir natürlich auch die Haken an den Lüfter befestigen. Jetzt nochmal ein Fädel. Boah, das ist fudelige. Das ist Fiedli. Na? Jetzt. Und dann noch einmal. Warum funktioniert das nicht, ey? Ah, jetzt. Passt, also. Dann hängen wir hier einmal an der Seite ein. Wenn ich es schaffe. Das ist gar nicht so einfach. Ich bin da irgendwie zu vorsichtig, glaube ich. So einmal. Und jetzt die andere Seite noch. Boah, ist das ganze Gebilde schwer. Also ich würde jetzt nur mehr das Mainboard am Lüfter tragen. Hä? Okay. Einmal. Zweimal. Und der Lüfter ist drin. Ich hoffe auch richtig. Ja, schauen wir nochmal nach. Kontrolle. Ja, sehr gut. Dürfte eigentlich so passen. Also Luftstrom, glaube ich, ist von hier nach hier. Ja. Gut, soweit. Und der Lüfter ist montiert. Jetzt müssen wir noch die Kabel reingeben und hier natürlich die Verschlussschrauben drauf. Ja. Damit das natürlich auch schön aussieht. Und dann haben wir so ein Y-Kabel. Und da sind beide Lüfter miteinander verbunden. Die kommen ja gemeinsam auf einen Stromanschluss natürlich. Einmal und noch einmal. Sieht auch die Stecker hier schön gerade zusammenstecken und das wird so jetzt auf dem Mainboard platziert. Und da haben wir auch die Steckplätze am Mainboard. Ihr seht hier CPU-Fan. Ja, steht hier CPU-Fan 1 und da werden wir den anstecken. Und da jetzt auch hier wieder vorsichtig an den Pins. Schön gerade drauf. Ja. Ja. Boah. Ich habe da echt Angst bei dem Mainboard, dass ich so teure Komponenten, das ist ja übel. Ja, und dann sind wir fertig mit dem Lüfter. Soweit, so gut, haben wir alles durch. Also Lüfter drauf, Rand sind drauf. Und ich glaube, jetzt können wir das Ganze im Mainboard einbauen. Nicht vergessen, wir haben hier auch einen Kühler fürs Mainboard. Ein extra Mainboard-Kühler. Auch schön, wir haben hier Reserveklammern. Nein, wir sind noch nicht bereit, wir müssen noch die M2 einbauen. Ja, M2, das ist die interne Speichereinheit. Da haben wir auch verschiedene Steckplätze. Ihr seht hier einmal, zweimal. Und ihr könnt euch einen von diesen Steckplätzen natürlich aussuchen, wo ihr den verbauen wollt. Ich werde hier den, ich glaube, ich nehme diesen Bereich hier, weil hier sitzt die Grafikkarte dann drin. Und ich glaube, ich will diesen nicht unter der Grafikkarte haben.
weil die auch warm werden können. Ich glaube, ich werde den hier einbauen. Ja, die sieht so aus. Der ist das 79 Evo. 79 Evo. Schauen wir mal rein, wie die montiert werden. Da gibt es natürlich auch im Mainboard die Anleitung dazu. Siegel. 1 Terabyte interne Speichereinheit. So ein kleiner Riegel. Ja, und kostet 200 Eier. Das ist einfach übel. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ich habe ja gelesen, dass die von, hoppala, Zitterpartie, dass die vor ein paar Jahren ja noch, also noch teurer waren. Ja, das ist echt übel. So ein kleiner, das ist mein Finger, ja. Wahnsinn. Und da habt ihr eben zwei Slots zur Verfügung. Und die Speichereinheit werde ich da jetzt irgendwo da montieren. Ja, und da seht ihr auch hinten die Halterung. Und am Mainboard liegen diese kleinen Schrauben bei. Ja, und mit diesen Schrauben fixiert ihr dann die M2. So, wie bauen wir die jetzt ein? Muss ich jetzt mal kurz schauen. Aha, okay. Also ich glaube, dass ich die einfach nur vorsichtig hier reinstücken, runterdrücken, fertig. Das war's. Und jetzt noch diese kleine Schraube hier. Ja, darum diese kleine Säckchen da nicht wegwerfen. Da ist eine übelst kleine Schraube drin. Da. Und ich werde aus Vorsorgezwecken, also ich wollte die ja nicht hier drin haben. Da kommt ja die Grafikkarte rein. Also bauen wir den M2 hier. Diesen Steckplatz. So. Ja, natürlich muss ich da auch die Halterung umschrauben. Das wäre dann die hier. Das sind so kleine Halterungspins und die könnt ihr versetzen. Es gibt ja verschiedene Größen von diesen M2s. Und die kann man dann hier eben konfigurieren und anpassen an das Mainboard natürlich. So. Der sitzt. Dann runterdrücken. So reinstiegen. Ihr seht, der steht ein bisschen hoch. Runterdrücken. Und jetzt die kleine Schraube da rein. Natürlich solltet ihr hier Magnetschraubendreher verwenden. Das ist für so viele gerade Schrauben. Aber der ist nicht mehr viel magnetisch. Wollen wir kurz wieder magnetisieren. Ah, jetzt ist es gut. Runterdrücken. Ja, die ist gut drin. Und einbauen. Anschrauben. So. Und ich werde auch die zweite Schraube auf dem Mainboard montieren, einfach darum, weil ich Angst habe, dass ich sie vielleicht verliere. Sind auch irgendwo noch Ersatzschrauben dabei, habe ich gesehen. Und zwar, wo ist die zweite Schraube? Wo ist das zweite Säckchen? Hallo, da ist das zweite Säckchen. Ja, und warum nicht, oder? Montieren wir die auch gleich drauf und schauen wir mal, ob der sitzt überhaupt. Ja. Somit ist gewährleistet, dass wir vielleicht auch in Zukunft, falls wir eine zweite M2 einbauen wollen, hier die Schraube noch dabei haben.
So. Jetzt haben wir die M2 auch montiert. Darauf wird dann das Windows laufen und ein paar Systemprogramme wie Antivirus zum Beispiel. Aber ansonsten wird mit der nicht viel gemacht. Dann hat auch die, haben die Programme auch eine gute RAM zum Arbeiten. Ja, und jetzt glaube ich, sind wir soweit, um dieses ganze Gebilde hier in das Gehäuse zu stecken. Das habe ich mir schon vorher angesehen. Gebe ich euch den Tipp, seht euch vorher, bevor ihr das zusammenbaut, erstmal an, wo das Mainboard im Gehäuse verschraubt wird. Denn da gibt es auch eigene Pins. Falls es nicht ganz passt, könnt ihr das konfigurieren und das Mainboard natürlich auch versetzen mit Pins. Das habe ich schon gemacht. Es gibt hier 8 Mainboard-Schrauben. Das sind die hier, die, na, nicht die hier, sondern die. Und an diesen Löchern hier wird das Mainboard jetzt dann im Gehäuse befestigt. Ja, und das machen wir jetzt gleich. Bevor wir jetzt das Mainboard einbauen, muss mir noch ein paar Sachen erklären. Und zwar haben wir hier sozusagen eine Kühlrippe. Diese Kühlrippe ist für diese kleine M2 SSD. Ja. Und das Besondere daran ist, die wird auch an einer Seite mit so Abstandshalter befestigt. Das heißt, ich könnte diesen Pin hier entfernen und hier oben anschrauben. Oder ich nehme einfach den mitgelieferten Pin und stecke ihn hier an. So, und das Besondere ist, hier ist ein Schraubenloch an dieser Stelle. Da wird das Mainboard dann im Gehäuse angeschraubt und an diesem Loch müsst ihr dann einen Abstandhalter setzen, diesen hier, damit ihr die Kühlrippe befestigen könnt. Ja, das heißt, erst wenn ihr das Mainboard jetzt eingesetzt habt, dann ist es empfehlenswert, die Kühlrippe raufzugeben, denke ich mir mal. Bin ja kein Experte. So, und dann noch etwas. Und zwar werden wir jetzt die Blende als erster im Gehäuse platzieren und hierbei müsst ihr schauen, wie muss ich denn die Blende überhaupt verbauen. Ja, dann seht ihr hier die Form, also die Ausgänge und je nachdem, wie das Mainboard verbaut wird, ja, so wird das verbaut, dann wisst ihr, wie ihr das dann im PC auch einsetzen müsst. So, und jetzt gehen wir zum Gehäuse.